Amazonien steht ein 325 Meter hoher Turm. Mitten im Regenwald, nichts drumherum außer Wald und Wildnis. Das Videoteam HEMA hat Stefan Wolf eingeladen. Er ist Meteorologe und arbeitet für das Max-Planck-Institut in Mainz. Und er hat mitgebaut am großen Turm in Amazonien und hat einen Vortrag gehalten für das Videoteam HEMA vor 94 Zuhörern. Das war sehr interessant. Und nun berichtet er mir im Interview von dem Turm und seinen kleinen Brüdern. Hallo Stefan. Hallo Daniela, grüß dich. Hallo. Also, mitten in Brasilien ein 325 Meter hoher Turm. Warum steht der da? Nun, die Idee war, dass wir ein bisschen besser verstehen wollen, wie der Regenwald und die Atmosphäre eigentlich miteinander kommunizieren. Und wir sehen in der Welt große Veränderungen, Klimawandel. Wir sehen, dass gerade in Amazonien sehr viel Regenwald abgeholzt wird. Und wir wollten verstehen, wie eigentlich ein ursprüngliches Regenwaldsystem in einer ursprünglichen Umgebung ohne menschliche Einflüsse funktioniert und wechselwirkt mit der Atmosphäre, mit dem Boden. Und die Höhe, also 325 Meter, ist deshalb wichtig, weil wir, je höher wir hinausgehen, eine viel größere repräsentative Fläche haben, die wir im Prinzip analysieren können. Und zudem können wir die Vertikalbewegung, wie kommt die Luft aus dem Wald hinaus, aus welcher Höhe kommt Luft in den Wald hinein, viel besser analysieren können, als mit Türmen, die beispielsweise nur bis zur Blättergrenze in 40 Meter Höhe gehen. Ja. Du sagst gerade, fernab von den Menschen. Das heißt also, ihr seid etwas entfernt von der nächsten Ortschaft. Wo liegt ihr denn da? Das ist komplett richtig. Also wir liegen im Prinzip in der Mitte Amazoniens. Auf der Weltkarte leicht südlich des Äquators, auf 2 Grad Süd. Und die nächstgrößere Ortschaft, hier sogar eine Metropole, ist Manaus. Manaus hat 2 Millionen Einwohner. Und um nach Manaus in direkter Linie hinzukommen, müsste man 150 Kilometer zurücklegen. Jetzt ist für Luftbewegungen und Lufttransporte 150 Kilometer keine besonders große Entfernung. Manaus liegt allerdings windabwärts. Dieser Atoturm liegt in der Passatzone. Wir kriegen Wind hauptsächlich aus nordöstlichen, östlichen Richtungen. Und Manaus liegt genau an der anderen Seite, und zwar im Südwesten. Das heißt, diese Effekte von der Stadt werden weggetragen. Und wir kriegen im Prinzip Luft aus Rheingebieten, aus dem Regenwald, hauptsächlich. Da haben wir auch ein paar Bilder zu, die können wir uns mal angucken. Ja, gerne. Nochmal. So sieht's aus bei unserer Anfahrt. Also das ist die Hauptstraße, die nach Venezuela geht. Die fahren wir hier 100 Kilometer dann hoch von Manaus aus, bis wir an die Abbiegung kommen. Dann fahren wir 70 Kilometer, 75 nach Osten. Die Straße wird ein bisschen schmaler und dann kommt unser Feldweg, der dann am Fluss entlang geht, nochmal 40 Kilometer rum. In der Regenzeit teilweise auch ein bisschen überschwemmt. Und dann hört der Weg auf einmal auf. Und wir stehen dann an dem Porto Morena. Hier kommen wir noch mal einmal durch so ein paar tiefere Pfützen dann dabei, wo es gerade wahrscheinlich ein paar Tage vorher noch mal richtig geregnet hatte. Ja, und dann fahren wir den Fluss entlang, 1,5 Stunden, und erleben den Regenwald ganz nah bei, was sehr schön ist. Das ist eigentlich so mit der ruhigste Abschnitt auf der Tour. Kann viele Vögel sehen dabei. Ja, und dann kommen wir 1,5 Stunden später an unseren Hafen, unsere Anlegestelle, sage ich mal. Genau, und dann geht es über den Waldweg 15 Kilometer weit in den Urwald, auf unserem kleinen Weg, bis wir dann an den Türmen oder am Container ankommen. Okay, also forscht ihr sozusagen das Klima in Amazonien? Genau, das kann man sagen. Von welchem Institut aus bist du denn eingesetzt? Ich bin eingesetzt vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz.
Das ist auch mit dem INPA, dem Nationalen Forschungsinstitut Amazoniens, der Partner für diesen Turm. Genau, und meine Aufgabe ist im Prinzip dann im Bereich von diesen Spurengasforschungen für das Mainzer Institut im Regenwald dann zu messen und zu sehen, dass ich versuche, wenn am Turm etwas zu erledigen ist oder in der Organisation etwas zu helfen ist, dass ich dann meinen Beitrag dazu leiste. Also arbeitest du in Deutschland und in Brasilien, kann man das so sagen? Ich arbeite hauptsächlich in Brasilien, bin aber in regelmäßigen Abständen für ein paar Wochen in Deutschland, um dann im Prinzip neue Ideen mit den Kollegen zu besprechen, um in der Datenanalyse weiter nach vorne zu kommen. Genau. Okay, dann kommen wir nochmal zum Turm. Also die 325 Meter sind ja wirklich beeindruckend. Wir sehen ja auch die Bilder dazu. Wie kommt man dazu? Wie ist der Werdegang von so einem Turm? Er hat ja auch noch zwei kleine Brüder dabei, der Große. Ja, im Grunde ist es ein kontinuierlicher Werdegang, ein kontinuierliches Abenteuer. Die Idee, einen so hohen Turm zu bauen, entstand im Prinzip so, dass es handfest wurde im Jahr 2007. Nun sind wir hier jetzt nicht in der Mitte einer Großstadt oder in der Mitte von einem Dorf, wo wir allen möglichen Zugang zu allen Materialien haben, sondern in der Mitte von einem Regenwald. Das heißt, man braucht eine große Vorbereitungszeit. Man muss sehen, wie man den Zugang überhaupt zu dieser Stelle hat, wie er ist. Man muss sich überlegen, wie viele Leute sollen dort sein. Und die ersten Vorbereitungen vor Ort gingen im Prinzip 2009, 2010 los. Das war dann so, dass im Prinzip genau diese beiden kleinen Brüder gebaut wurden. Wir haben einen dünnen 80-Meter-Turm, an dem man im Prinzip nur außen gesichert hochklettern kann. Und wir haben einen etwas stabileren 80-Meter-Turm, also etwas größeren, sage ich mal, dabei, den wir mit Treppen normal hochgehen können. Und diese beiden Türme wurden 2010 und 2011 errichtet. Grund war im Prinzip, um schon mal vor Ort zu sehen, wie bestimmte Prozesse stattfinden, bis 80 Meter Höhe, um schon mal einen tieferen, festeren Eindruck von der Messstelle zu kriegen. Was auch wichtig ist, wenn wir ja hinter den großen Turm haben, um zu sagen, okay, auf welchen Höhen genau wollen wir eigentlich messen? Was ist interessant für uns? Wollen wir unsere Instrumente eher über 100 Meter anbauen, dann bis 325 Meter? Ist es interessant, vielleicht an dem großen 300 Meter Turm auch im Wald direkt, also auf 20 Meter Höhe zu messen? Genau, und vom Leben im Wald hat sich natürlich auch eine Menge entwickelt. 2010 war das Ganze noch sehr viel Pionierarbeit. Das heißt, wir hatten kein festes Camp. Wir hatten im Prinzip Plastikfolien auf alten Baumstämmen, wo wir ein provisorisches Camp errichtet hatten. Wir hatten Waldboden, über dem wir dann im Prinzip unsere Hängematten aufgebaut haben. Wir hatten hinsichtlich sanitärer Einrichtungen interessante Plumpsklos, die dann alle zwei, drei Wochen ihren Ort gewechselt haben, weil sie ja auch irgendwann dann gefüllt wurden. Geduscht hatten wir mit Bauhelmen und das Wasser kriegten wir aus einer kleinen Tonne, die dann jeden Abend immer mit einer Pumpe gefüllt wurde von dem kleinen Bach, der in der Nähe war. Also sehr abenteuerlich, sehr spannend. Und Ende 2011 wurde dann gleichzeitig mit der Errichtung des größeren 80-Meter-Turms dann auch ein festes Steincamp gebaut. Wir haben dort jetzt zwei Häuser. Wir haben Platz für etwa 25, 30 Leute. Ein Haus ist im Prinzip hauptsächlich zum Schlafen, so ein bisschen zum Arbeiten da. Das andere Haus ist mit Küche, mit, ich nenne es mal, Wohnbereich, wo man auch arbeiten kann, wo man sich zusammensetzen kann, über Arbeit, über Freizeit, über alles Mögliche sprechen kann. Im Prinzip ja ein sozialer Treffpunkt. Genau, und wir haben eine kleine Fläche davor, wo man auch mal grillen kann, wo wir dann auch unsere Autos zum Beispiel stehen haben. Genau, und ein Haus ist unser Sanitätshaus oder unser Sanitärhaus, wo wir 4 Toiletten, 4 Duschen haben, was angenehmer und einfacher ist als damals im Anfangsbereich, wo wir die Plumpsklos und die Bauhelme hatten. Ja, zu diesen Anfängen, zu dem Camp haben wir ja auch Bilder, nicht wahr? Genau, also wir haben Bilder. Da können wir noch mal reingucken. Das können wir machen. Ich habe auch ein Video mal mitgebracht, okay, wo wir sehen können, wie wir im Prinzip dann ja, hier in dem Camp gelebt haben, wie wir im Prinzip morgens aufgestanden sind, wie wir dann den Alltag hatten, wie die Wagen repariert wurden. Ja, dann gucken wir doch mal. Und hier sind wir in dem alten Camp. Hier sehen wir die Plastikfolie, die im Prinzip dann 2 Meter über den Hängematten hängt, sodass wir trocken blieben. Hier den Waldboden über den Hängematten. Genau, das war der Alltag 2010, 2011. Sehr abenteuerlich, sehr spannend.
Allerdings traue ich derzeit nicht hinterher, wenn ich heute in unserem doch etwas angenehmeren oder gemütlicheren Camp bin. Ja, hier ist die Duschstelle, hier ist unser Fass. Und da ist gerade der Kollege mit dem Bauhelm, der seine Wäsche ein bisschen nass machen möchte. Ja, und das war im Prinzip dann immer so die Routine nach der Arbeit. Einmal duschen mit dem Bauhelm richtig. Frisches, kaltes Bachwasser. Auch nicht so angenehm. Heute ist es im Prinzip dann schon doch deutlich luxuriöser. Das war die Kochstelle, das war in der Küche. Und jetzt gehen wir mal in diesen Niederwald hinein, auf unserem schmalen Pfad. Und lassen uns überraschen, was passiert. Wir gehen noch weiter hinein, ein Stückchen vom Camp weg. Und wir sehen auch, wie verschlungen die Bäume sind. Und kurz am Ende des Weges, bevor er aufhört, sehen wir, dass sich hinten links hinter der Kurve vor uns eine kleine Hütte oder ein kleiner Verschlag öffnet. Und was verbindet sich da? Was verbirgt sich da hinter dem Verschlag? Genau, es ist unser Plumpsklo. Ja, diese Plumpsklos wurden so alle 2-3 Monate oder die wurden alle 2-3 Wochen eigentlich eher, je nachdem, wie viele Leute da waren, dann weggestellt auf einen anderen Punkt. Die Hängematten. Ja, und es zeigt auch, dass die Hängematten eine sehr hygienische Lösung sind. Im Wald hat man ja schon mal ein bisschen Erde, auch ein bisschen Schlamm. Und wenn man sich vorstellt, dass man irgendwelche Matratzen hinbringen wollte zum Schlafen, ist natürlich nicht ganz einfach, sie sauber zu halten. Und in Hängematten liegt man 1 Meter über dem Boden. Ja, man schaukelt sich langsam in den Schlaf hinein, was sehr angenehm ist. Die Hängematte bleibt sauber, man kann sie auch immer direkt waschen. Genau, das war ja unsere Küche, unser Gemeinschaftsort hier auch. Formel 1 lief gerade. Und ein bisschen Camp-Alltag. Es gibt in so einem Camp eigentlich immer was zu tun, dass man mal irgendwo am Pickup, am Quad guckt, dann vielleicht noch was irgendwo an Wartungsarbeiten machen kann. Hier haben wir ein bisschen Material in den Wald gebracht. Das war alles in den ersten 2 Jahren im Projekt, als wir das Camp, was wir jetzt haben, noch nicht zur Verfügung hatten. Das Leben im Wald halt einfach noch ein bisschen anders, war vielleicht ein bisschen abenteuerlicher. Das ist die Turmbaustelle. Und zwar war das 2014, als wir angefangen haben oder als angefangen wurde, den 325 Meter hohen Atto-Turm zu bauen. Wir hatten eine Kamera dabei, die das sehr schön aufgezeichnet hat, wie das Konstrukt dann von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde höher wurde. Wunderschön. Jeder Abschnitt von einer Farbe ist 30 Meter hoch. Der untere Abschnitt hier 30 Meter, dann der weiße Abschnitt 30 Meter. Ist auch sehr spannend beim Hochgehen, dass man dann immer weiß, wie viel man zurückgelegt hat. Ja, und dann, nachdem im Prinzip so das Konstrukt, der Außenrahmen, bis zu einer gewissen Höhe fertig war, kamen dann die Treppen, die danach gebaut wurden, mit den Plattformen dabei. Da habt ihr ja richtig abenteuerlich gecampt, so am Anfang. So kann man das genau ausdrücken, ja. Wir haben in dieser Campina, also in diesem Niederwald im Prinzip dann gelebt. Der Turm, der damals gebaut war, war 5 Kilometer entfernt. Das heißt, wir hatten jeden Morgen dann eine Wanderung vor uns und mussten auch nachmittags zeitnah zurückkommen. Denn 5 Kilometer im Regenwald, in dem es früh dunkel wird, heißt, wir müssen 5 Uhr nachmittags spätestens losgehen, damit wir dann um 6 Uhr in diesem Camp auch ankommen. Genau. Wieso wart ihr denn 5 Kilometer entfernt von dem Turm? Ihr hättet doch auch an dem Turm selbst campen können. Ja, hätten wir theoretisch machen können. Das wäre allerdings mit der Idee des Projekts dann in Widerspruch oder in Probleme gekommen, denn wir wollen ja ein Ursprungssystem verstehen, ohne menschliche Einflüsse oder möglichst ohne menschliche Einflüsse. Und je näher wir am Turm sind, desto stärker nimmt man das wahr. Als ein Beispiel messen wir zum Beispiel Kohlendioxid. Und Kohlendioxid ist in der gesamten Atmosphäre verteilt, ist natürlich auch im Regenwald angestiegen, deutlich angestiegen wie überall auf der Welt. Wenn wir allerdings neben dem Turm sind und wir atmen ja Kohlendioxid aus, dann haben wir ganz andere Konzentrationen möglicherweise, als wenn wir uns vom Turm etwas entfernt halten. Das ist auch ein Grund, wenn wir den Turm hochgehen, haben wir ein sogenanntes Logbuch unten. Das heißt, jeder Aufstieg muss aufgezeichnet werden. Und wenn wir in den Daten bestimmte Dinge sehen, kontrollieren wir immer mit dem Logbuch gegen, um zu sehen, ob zu der Zeit auch wirklich keiner auf dem Turm war. Und wenn jemand auf dem Turm war, können wir im Prinzip dann sagen, dass diese Datenqualität begrenzt verwendbar ist. Und diese 5 Kilometer am Anfang hatten wir genau deshalb genommen, um zu sagen, okay, wir haben ja dieses provisorische Camp. Einmal, weil es ein Niederwaldgebiet war. Also Niederwald ist im Prinzip dann ein System, in dem die Bäume nicht höher als 10 Meter werden, weil der Boden sehr sandig ist. Dort war es relativ einfach, dieses Camp zu bauen. Und wir hatten eine gute Entfernung von dem Turm. Das jetzige Camp ist
1,5 Kilometer etwa entfernt von dem Hauptturm in diesem ursprünglichen, ja, höheren Urwald. Und wir haben auch diese Entfernung genau aus dem Grund zu sagen, ja, nahe bei den Türmen wollen wir keine menschlichen Einflüsse haben. Das heißt, wir haben im Prinzip dann, ja, 15, 20 Minuten zu Fuß zurückzulegen, um zu den Türmen zu kommen, können aber dann im Prinzip auch die Messungen ungestört laufen lassen in einem System, wo wir den Menschen normalerweise nicht so sehen sollten. Ja, das ist ja interessant, dass die da auch so empfindlich sind, die Geräte, dass man das nachvollziehen kann, dass ein Mensch in der Nähe geatmet hat. Ja, das kann man nachweisen. Es kommt natürlich immer auf die Entfernung an, wie dicht man an diesen Einlässen ist. Um so ein bisschen mal auf die Empfindlichkeit zu kommen, wir messen neben den Spurengasen zum Beispiel auch Aerosole. Und in dieser Aerosolgruppe konnte man ganz deutlich nachweisen, dass teilweise Aerosole aus Afrika, aus der Sahara transportiert werden. Das heißt, die Geräte sind schon sehr, sehr sensibel und jegliche Veränderung kann dann ziemlich schnell nachgewiesen werden und natürlich in den Daten dann Fehler verursachen. Kannst du ganz kurz erklären, was Aerosole sind? Aerosole sind im Prinzip Schwebteilchen. Ja. Das sind Partikel, die beispielsweise vom Meer kommen können, aus der Wüste kommen können, durch Verbrennungsprozesse kommen können. Und gerade bei Verbrennungsprozessen ist das dann auch ein Punkt, bei dem wir sehr schnell wieder mit den Gasen zusammenkommen. Also Amazonien, hatte ich ja schon vorhin erwähnt, wird bedrohlich abgeholzt. Ein sehr schützenswertes Ökosystem, was zerstört wird. Und diese Abholzungen sind stärker in der Zeit zwischen August und November als im Rest des Jahres, einfach weil es zwischen August und November weniger regnet und man einfacher den Wald oder bestimmte Teile anzünden kann. Und wenn wir Waldbrände haben, menschlich gemachte gerade hier, dann haben wir im Prinzip ja Emissionen. Das sind Gase und das sind auch Aerosole, also feste Bestandteilchen, Ruß. Und die werden weit transportiert. Und die messen wir einerseits mit diesen Schwebteilchen, mit den Aerosolmessgeräten. Andererseits messen wir die Gase dann auch mit den Spurengasgeräten, dass wir beispielsweise höhere Stickoxidkonzentrationen haben, dass die Ozonwerte hochgehen. Und da haben wir einen sehr großen Schnittpunkt, dass wir sagen, ja, wenn wir Veränderungen in unseren Daten feststellen, ist es der erste Schritt, dass wir zu den Kollegen gehen und sagen, was seht ihr eigentlich? Habt ihr auch irgendwelche höheren Werte? Und so machen wir im Prinzip Zusammenanalysen, die bessere und tiefere Ergebnisse im Prinzip geben können. Und so könnt ihr auch herausfiltern, dass aus Afrika Aerosole herüber transportiert werden. Ja, das ist eine Studie im Prinzip mit Fokus in den Aerosolmessungen, dass man sagen kann, man untersucht die Partikel hinterher auch im Labor sehr genau hinsichtlich ihrer Eigenschaften. Und da gibt es bestimmte Eigenschaften, wenn Aerosole länger transportiert werden, wenn Aerosole einen bestimmten Ursprung haben, wo man dann Indizien dafür hat zu sagen, ja, diese Aerosole kommen nicht aus 20 oder 200 Kilometer Entfernung, sondern sind noch über den Atlantik rübergebracht worden. Und das ist auch für das System Amazonien zum Beispiel eine sehr interessante und sehr wichtige Fragestellung, denn der Waldboden ist an sich dort sehr unfruchtbar. Das heißt, wir haben eine Schicht von 10, 20 Zentimeter Dicke, in der sich die ganzen Nährstoffe befinden. Und dieser unheimlich reiche Wald schafft es, dass man eine sehr schnelle Recyclingrate hat von diesen Nährstoffen. Das heißt, sobald ein Baum stirbt, liegt er dann auf dem Boden, dann kommen die Bakterien, dann kommen die Ameisen, dann kommen die Würmer, zersetzen all die Bestandteile und geben die Nährstoffe wieder frei für die Wurzeln der Brüder und Schwestern, die dann weiterwachsen und sie im Prinzip dann für sich, für den Aufbau brauchen. Da der Wald aber sehr nährstoffarm ist, heißt es, dass er jeden Nährstoff, der kommt, im Prinzip dringend dann auch noch wieder einbauen kann. Der Wald schützt seine Nährstoffe, indem im Prinzip in den Flüssen kaum irgendwelche Nährstoffabtragungen sind. Und der Nährstoffeintrag kommt dann zu einem Teil gerade über die Sahara. Dass bestimmte Sachen, also bestimmte Elemente, wie zum Beispiel Phosphor, über den Saharasand in den Regenwald transportiert werden kann. Und dient somit dann auch als gewisser Dünger. Das ist ja interessant. Aus der Sahara. Dünger, genau. Per Luft. Post sozusagen herüber in den Regenwald. Ganz genau. Und das ist ein Beispiel von den Forschungsbereichen, die wir haben, um solche Prozesse, solche im Prinzip Long Range, also Transporte über eine große Skala, also über eine große Entfernung oder auch über eine kurze Entfernung besser verstehen zu können und dann auch, welche Effekte das für den Wald hat. Ja, das messt ihr also mit den Türmen. Warum braucht es 325 Meter? Die 80 hätte es doch auch getan, oder? Man kann das sehr schön wahrnehmen. Ich persönlich kann das sehr schön wahrnehmen.
wenn ich den 300-Meter-Turm hochgehe und wenn ich den 80-Meter-Turm hochgehe. Jetzt kam der 300-Meter-Turm etwa 3 Jahre, nachdem ich in diesem Projekt angefangen habe zu arbeiten. Und bis dahin kannte ich nur den Regenwald aus maximal 80 Meter Höhe. Das ist ein unglaublich schönes Empfinden. Das ist ein Geschenk, wenn man das erleben darf, dass man über dem Wald steht, in 40 Meter über dem Wald. Die Bäume sind 40 Meter hoch, 80 Meter ist also zweimal die Baumhöhe. Guckt bis zum Horizont und erlebt alles. Hört die Vögel, hört die Frösche, hört die Affen, sieht die Papageien unter sich und sieht bis zum Fluss und über den Fluss hinaus. Wenn man jetzt auf 325 Meter Höhe geht, ist das Erleben ein anderes. Es ist mindestens genauso schön, die Dimension ist allerdings eine andere. Der Wald ist nicht mehr so direkt fassbar oder fast greifbar wie auf 80 Meter Höhe. Er wirkt viel kleiner. Die Bäume wirken wie kleine Brokkoliköpfe. Man hört die Vögel, aber der Gesang der Vögel vermischt sich anders, weil das Gebiet viel größer ist, was man wahrnimmt. Das heißt, auf 80 Meter Höhe hört man ganz klar den Vogel, der in der Nähe vom Turm gerade am Baum sitzt. Aus 325 Meter ist dieser Vogel etwa 300 Meter entfernt. Der Vogel, der 100 Meter weiter im Wald ist, ist nicht so viel weiter vom Vergleich entfernt. Das heißt, wir haben im Prinzip eine größere Mischung. Wir haben eine größere Repräsentanz. Und auf 325 Meter sehen wir die Schatten der Wolken. Wir sehen den Wald als Wald, als Waldgebiet und nicht mehr so stark die einzelnen Bäume. Und das ist ein Grund, weshalb wir auf 325 Meter hochgehen wollen. Wir möchten bei den Messungen im Prinzip repräsentative Messungen für das Ökosystem Amazonien haben. Und je höher wir hinausgehen, desto stärker haben die Gase oder Aerosole, die wir wahrnehmen, im Prinzip eine Prägung von diesem ganzen großen System. Wenn wir beispielsweise auf 50 Meter Höhe sind und haben einen Baum, der 10 Meter unter diesem Einlass blüht und bestimmte Botenstoffe aussendet, dann nehmen wir diese Botenstoffe stärker wahr, wenn wir sie messen, als wenn wir auf 325 Meter sind. Da vermischen sich diese Botenstoffe mit den Botenstoffen von vielen, vielen anderen Bäumen. Das heißt, die Repräsentanz für ein großes System ist viel stärker, wenn wir auf dieser Höhe sind. Und da haben wir mal eine Analyse gemacht von einem sogenannten Footprint, also einem Fußabdruck, wie groß denn die Repräsentanz ist. Das hängt dann von der atmosphärischen Schichtung ab, von dem Temperaturprofil. Das hängt von der Meteorologie ab, von der Windgeschwindigkeit. Wir kommen dann aber teilweise auf Abschätzungen, dass wir Gebiete haben, die auf 600, 700 Kilometer entfernt rausgehen, die im Prinzip dann in die Repräsentanz reingehen. Und der andere wichtige Punkt ist, um zu verstehen, was haben wir eigentlich für Vertikalbewegungen? Wenn wir jetzt den 300 Meter hohen Turm hinaufgehen, ist es sehr interessant zu sehen, wie die Luft trockener wird, wie der Wind stärker wird, wie sich die Temperatur verändert. Ein spannendes Erlebnis war, als wir mal auf 150 Meter Höhe, also in der Hälfte des Turms, ein Instrument angebracht haben. Das war körperlich schon etwas harte Arbeit. Wir mussten ein Bauteil, einen Ausleger reinziehen, wieder rausziehen und wir waren 3 Männer und haben uns angestrengt, 1 Stunde lang. Das war am Morgen etwa 9, 10 Uhr und mir ist aufgefallen, ich habe nicht geschwitzt. Es war harte Arbeit, aber es war von der Temperatur angenehm. Es war immer ein leichter Wind. Die Temperatur lag irgendwo auf knapp 30 Grad. Die Feuchtigkeit war auszuhalten. Dann sind wir den Turm hinuntergegangen, was ja körperlich nicht anstrengend ist. Das Gerät war ja auch auf dem Turm drauf. Und sobald wir in den Wald, in das Blätterdach hineinkamen, also ab 40 Meter hinunter, fing ich an zu schwitzen. Und das lag einfach daran, weil die Luftfeuchtigkeit drastisch nach oben ging, weil der Wind runterging, also die Feuchte auch nicht so, die ich am Körper hatte, abtransportieren konnte. Und das zeigt so diesen großen Unterschied hinsichtlich der vertikalen Position, wo man ist. Im Wald haben wir sehr feuchte Konditionen, teils stabile Konditionen. Über dem Wald haben wir stärkeren Wind, wir haben trockenere Luft und das Ganze steht natürlich im Austausch miteinander. Im anderen Austausch tagsüber, wenn im Prinzip kleine Hitzebällchen aus dem Wald nach oben gehen und Wolken bilden, als in der Nacht, wenn das Ganze etwas stabiler ist. Und um das zu verstehen, auch wie wandern denn eigentlich Luftpartikel aus dem Wald hinaus in 300 Meter Höhe? Was passiert eigentlich, wenn es regnet, wenn so ein wir nennen es Downdraft, also so eine herunterstürzende Luftmasse in den Wald kommt und ja, die Bäume ganz ordentlich ins Wanken bringt. Was passiert eigentlich in 300 Meter Höhe? Wie wird vielleicht dieser Vertikalwind gebremst, wenn er auf 200, 100 Meter ist? Und das kriegen wir nur mit, wenn wir einen Turm haben, der deutlich höher ist als die beiden kleineren Brüder, die also auch auf die doppelte Höhe nur hinausgehen von den Bäumen. Ja, jetzt ist das natürlich eine Menge Material, also so die 325 Meter. Du sagtest, 3 mal 3 Meter ist der vom Grund. Der ist 3 mal 3 Meter von der Grundfläche, genau, ja. Und 325 Meter in die Höhe.
Wie ist der gestützt? Stützt der sich selbst oder? Nein, den haben wir im Prinzip durch Stahlseile gestützt und wir haben alle 56 Meter zu allen vier Seiten sehr starke Stahlseile, die im Prinzip dann im Boden verankert sind in 6 Meter tiefen Betonprofilen. Ja, das will erst einmal in den Regenwald geschafft werden, nicht wahr? Das ist richtig, das war auch eine große logistische Herausforderung. Wir hatten im Prinzip ein ganz großes Spezialfloß, was dann an unserer Anlegestelle ankam. Und wir haben unseren Waldweg, der vom Flussufer bis zu den Türmen geht. Und dieser gesamte Zement, all diese gesamten Baustoffe und Bauteile mussten im Prinzip mit ziemlicher Arbeit und ziemlichen Aufwand dann bis dorthin gebracht werden. Das war schon abenteuerlich und musste bis ins Detail natürlich durchdacht werden. Ja, jetzt sind das ja von dieser Anlegestelle bis zu euch, also noch 15 Kilometer und genau. Nicht wirklich befestigte Straße. Genau. Da haben wir auch ein paar Bilder zu, die können wir uns mal angucken. Ja, gerne. Machen wir mal. Hier fahren wir jetzt mal unseren alten Weg entlang in diesem alten Zustand. Wir sind jetzt zu ein paar Leuten auf unserem Quad und dann geht es 15 Kilometer bis zu unserem alten Camp. Das war schon sehr abenteuerlich damals. Genau, und man kann deutlich sehen, dass wir hier diese Pfützen haben, die dann auf einmal mitten im Wald auftauchen, weil das Quad natürlich auch den Boden kompaktiert hat. Man sieht, wie sensibel das System ist, dass es sofort im Prinzip ja, zeigt, dass der Mensch hier reingegangen ist. Auf diesen kleinen Punkt dann jetzt hier. Genau, da hatten wir unseren Anhänger bei, mit dem wir unser Wasser, unser Material in den Wald transportiert haben. Ja, und so eine Fahrt mit dem Quad dauerte dann schon mal ja, so 2-3 Stunden, bis wir dann auch am Camp angekommen sind. Ja, hier haben wir unsere Pfützen. Wir haben sogar mal kleine Kaimane in den Pfützen gehabt, die vom Fluss dann hochgekommen sind. Das war ganz interessant. Die ließen sich auch nicht so gerne fotografieren, weil sie dann schnell geflüchtet sind. Das ist ja sehr abenteuerlich. Wie lange braucht ihr denn im Schnitt für diesen Weg? Wir brauchen jetzt etwa 25 bis 30 Minuten. Wir müssen immer gucken. Ein unbefestigter Weg im Regenwald, der auch unbefestigt sein soll, weil wir ja so wenig Einfluss auch wie möglich haben wollen. Wir wollen ja den Wald nicht schädigen, also wenig wie möglich unseren Fußabdruck dort reinbringen. Also so ein unbefestigter Weg, der verselbstständigt sich sehr schnell auch wieder. Es bilden sich dann relativ schnell Pfützen und da muss man gucken, dass man in regelmäßigen Abständen vielleicht den Weg ein bisschen ausbessert. Und in diesem Zustand schaffen wir das halt. Wie gesagt, im Moment in 25, 30 Minuten mit unseren Pickups von der Anlegestelle bis zum Turm. Das war früher nicht so, als wir im Prinzip diesen Weg nicht so hatten, sondern im Prinzip unseren Pfad in dem sehr schlechten Zustand mit den großen Pfützen, im Prinzip eine Seenlandschaft, die fast durchgängig vom Fluss bis zu den Türmen ging. Da haben wir auch schon mal 4 Stunden gebraucht. Also der Weg war vom Zustand damals ja im Prinzip so, dass man mit einem Trecker langsam durchkam, aber der Trecker hatte im Grunde Schrittgeschwindigkeit. Und es war dann auch angenehmer, wenn man zu Fuß gegangen ist und die Rucksäcke vielleicht auf dem Trecker hat transportieren lassen. Genau, und das war dann schon mal auch eine Strecke, ja, 15 Kilometer, mitten durch den Wald, für die wir dann von mittags bis spätnachmittags gebraucht haben. Und das war halt auch so ein großer Unterschied damals, weil wir zu Projektgewinn gesagt haben, wir fahren morgens früh aus der Stadt los, 6 Uhr morgens, und kamen dann im Prinzip am Camp an, wenn es langsam dunkel wurde, also im Prinzip eine Volltagesreise. Das ist heute deutlich anders. Wir kommen also trockenen Fußes zum Camp, brauchen insgesamt 5 bis 6 Stunden, also meistens trockenen Fußes. Es kann auch sein, dass wir am Fluss natürlich mal richtig nass werden. Passiert. Aber die Bedingungen sind ein bisschen anders als früher. Und heute ist es sogar möglich, wenn ein wichtiges Event ist, dass zum Beispiel irgendwelche Repräsentanten aus der Politik, aus der Wissenschaft für 2 Tage in der Stadt sind, in Manaus, und zurzeit müssen, wollen, dann können wir eine Fahrt organisieren, die morgens früh losgeht, die am späten Vormittag ankommt. Die Menschen können 3 Stunden an der Site sein, kann im Prinzip zeigen, wie das Zeitleben aussieht, wie unsere Forschung aussieht, und dann können wir am Nachmittag zurückfahren und kommen am Abend wieder in die Stadt. Und das ist natürlich schon eine ganz andere Situation als vor 3 Jahren, wenn eine Anreise einen vollen Tag gebraucht hat und man dann natürlich auch nicht nur 6 Stunden im Wald sein wollte, was auch gar nicht ohne Übernachtung möglich war natürlich dann. Euer 325-Meter-Turm hat einen interessanten Namen, Atto, alles groß geschrieben. Was bedeutet das? Genau, Atto steht für Amazon Toll Tower Observatory.
Also großes Turmobservatorium Amazoniens. Mhm. Und drückt im Prinzip im Namen genau das aus, was wir machen wollen. Also wir haben ein großes Amazonas-Observatorium, bis in 325 Meter Höhe. Das höchste und größte Observatorium für den Regenwald und die Atmosphäre, was es im Prinzip in Amazonien gibt. Genau, und durch ATTO repräsentiert wird. Wie sieht das denn aus? Habt ihr die Geräte zum Messen auf dem Turm? Müsst ihr da immer hochgehen, um zu gucken, was da gemessen wird? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wir reden jetzt erstmal hier über diesen 80-Meter-Turm, an dem wir die Hauptmessung bis jetzt machen. Mhm. Und diese Instrumente werden regelmäßig am Turm kontrolliert. Sonst haben wir den Großteil der Messinstrumente in Containern stehen. Die Container sind dann etwa 10, 15 Meter von dem Turm entfernt, damit sie im Prinzip auch keinen Einfluss auf die Messung direkt haben von der Luft und sind damit im klimatisierten System. Das ist auch ganz wichtig, beispielsweise für die Spurengase ist es so, dass die Instrumente meistens in Europa oder in den USA, in der Nordhemisphäre, hergestellt werden. Und die Bedingungen in diesen Gebieten, wo die Firmen sind, sind meistens ja, so, wie sie in den Mittelbreiten halt sind. Dass man relativ trockene Luft hat, dass man Temperaturen hat, die mal im Sommer vielleicht auf 30 Grad gehen können, aber normalerweise irgendwo zwischen 0 und 20 Grad sind. Und die Einsatzgebiete dieser Instrumente sind meistens auch nicht in tropischen Regionen, sondern eher in außertropischen Regionen. Das heißt, wir kommen bei uns ziemlich schnell an die Grenzen von diesen Geräten. Feuchtigkeit kann reinkommen, die Messgenauigkeit kann beeinflusst werden durch die hohen Temperaturen, durch diese Feuchtigkeit. Genau, und deshalb ist es für viele Messgeräte sehr wichtig, dass sie in einem klimatisierten System, also in einem Container sind, bei dem wir die Konditionen so haben, dass die Luft trockener ist, dass wir stabile Temperaturen haben und somit auch die Instrumente meistens zuverlässig und hochsensibel funktionieren. Wie viele Container habt ihr denn da? Wir haben jetzt im Moment 4 Container. Einen Aerosol-Container, bei dem die Aerosol-Messungen stattfinden, an dem dünnen Aerosolturm. Dann haben wir 2 Container für den anderen 80-Meter-Turm, der begehbar ist, für die Spurengase. Und einen 4. Container, der als Lagercontainer dient für Material, was wir im Prinzip abgebaut, angebaut haben, Werkzeuge dabei. Und im Herbst diesen Jahres haben wir vor, dass wir diese großen Einlassleitungen an den 325-Meter-Turm bauen und zum Jahresende mit den Messungen dort anfangen. Das heißt, wir werden 3 neue Container kriegen, die direkt an den Fuß dieses 325-Meter-Turms gebaut werden, um dort die Messungen starten zu können. Ihr arbeitet dann in den Containern? Wir arbeiten, wenn es um die Instrumente geht, hauptsächlich in den Containern, aber nicht ausschließlich. In meinem Fall ist es beispielsweise so, dass ich im Container sehe, ob die Instrumente funktionieren. Wenn irgendwas nicht richtig funktioniert, bin ich dort vor Ort und versuche es wieder auf Vordermann zu bringen. Ich habe allerdings dann die Einlasssysteme, die Einlassleitungen am Turm selber. Das heißt, ich arbeite dann auch am Turm, wenn ich an der Leitung was verändere, wenn ich Filter wechsle, wenn ich irgendeine Richtung beispielsweise dann ein bisschen erneuere. Das heißt, der Hauptarbeitsplatz im Wald selber ist dann im Prinzip irgendwo im Container hauptsächlich, aber dann auch selber mal auf dem Turm in verschiedenen Höhen. Auf dem Turm. Wie lange bist du unterwegs für 325 Meter? Nun, für 325 Meter bin ich etwa eine Dreiviertelstunde unterwegs, wenn ich ruhigen Fußes bis zur Spitze kommen will. Normalerweise, wenn man das erste Mal den Turm hochgeht, sollte man insgesamt mit Aufstieg und mit Abstieg wieder etwa 3 Stunden einplanen. Denn wir haben ja alle 50 Meter gut eine Beobachtungsplattform bzw. einen Balkon, einen größeren Balkon nach außen. Das heißt, wenn man dort hochgeht, ist es ein Erlebnis zu sagen, wie sieht der Wald von hier aus? Man bleibt dort ein paar Minuten stehen und kommt normalerweise dann etwa so plus minus in einer Stunde oben an. Genau, und wenn man dann oben ist, je nachdem, das wievielte Mal man oben ist, möchte man auch erstmal etwas erleben. Man möchte die Atmosphäre wahrnehmen, man möchte die ganze Situation für sich erstmal vielleicht aufnehmen und bleibt dort ein bisschen. Und ein Abstieg ist etwas schneller als der Aufstieg normalerweise, geht auch leichter. Man sollte aber trotzdem auch so grob eine halbe bis dreiviertel Stunde einplanen. Wie sieht das aus bei schlechtem Wetter? Musst du immer hoch? Es kommt auf die Arbeit an. Also die Hauptarbeiten an dem 325-Meter-Turm werden am Jahresende, Anfang des nächsten Jahres anfangen. Schlechtes Wetter gibt es ja im Prinzip weder in Deutschland noch in Brasilien. Man sagt, man muss sich auf das Wetter halt dementsprechend vorbereiten. Der Regenwald heißt Regenwald, weil es viel regnet. Und gerade in der Zeit zwischen Januar und April
Es ist eigentlich so, dass es jeden Tag ein bis zwei oder auch drei ganz, ganz kräftige Regenschauer gibt, die zwischen 10 Minuten und 3 Stunden dauern können. Ich gehe den Turm normalerweise nicht hoch, wenn es stark regnet. Im Regenwald hört der Regen auch meistens schneller sogar auf als in Deutschland, denn wir haben nicht diese Effekte, dass wir einen Landregen haben, der vielleicht mal 8, 9, 10 Stunden am Stück dauert. Wir haben stärkeren Regen, aber meistens ist spätestens nach 3, 4 Stunden auch eine Pause da, die man dann auch dafür nutzen kann, wenn man den Turm hochgehen möchte. Für uns ist es wichtig, dass wir nicht bei Gewittern auf Türmen sind. Wenn es regnet, werden wir nass. Wir trocknen aber auch wieder schnell, gerade in den tropischen Temperaturen. Bei Gewittern sollten wir uns natürlich von Metallkonstruktionen fernhalten. Das tun wir, wir sehen Gewitter kommen und das heißt, das ist für uns ein No-Go. Dann sind wir im Camp, sind im Container meinetwegen, jedenfalls nicht auf Türmen. Ist denn schon mal der Blitz da eingeschlagen in den Turm? Doch bestimmt, oder? Ja, wir hatten schon mal einen Blitzeinschlag im Turm, das ist ganz normal. Ja. Der Turm ist auch exponiert und im Prinzip prädestiniert dafür, dass sich Blitze den Weg in seine Spitze suchen. Das ist für uns kein Problem. Wir haben ein sehr gutes Blitzableitersystem, was einerseits natürlich aus Sicherheitsaspekten wichtig ist, andererseits auch für die Messungen. Der Blitz wird komplett im Prinzip in den Boden direkt abgeführt und wir sehen in den Messungen keinen Effekt davon, weil die Instrumente überhaupt nicht davon beeinflusst werden. Du hattest diese Regenfälle, die plötzlichen Regengüsse erzählt. Da haben wir, glaube ich, auch ein paar Bilder zu. Da haben wir auch Bilder, da haben wir auch ein Video. Dann gucken wir doch mal. Angucken können, ja. Das ist ein sehr starker Regenschauer gewesen hier. Einmal nachmittags im Camp. Man sieht, die Wäsche hängt teilweise über dem oder unter dem Dach. Teilweise hängt sie im Freien. Ja, es dauert etwa 20 Sekunden, dann ist die Wäsche wie aus der Waschmaschine direkt raus. Das Gute ist, wenn der Regen aufhört und die Sonne kommt, wieder trocknet sie auch dementsprechend schnell. Das heißt Regenwald deshalb, weil es viel regnet. Also die Wäsche, die da draußen hing, wie lange braucht die wieder bis zum Trocknen? Das kommt drauf an. Wenn das so weitergeht und der Regen wird dann nochmal wieder stärker und es kommt ein anderer Schauer, dann kann das auch mal 2 Tage dauern. Aber normalerweise kommt ja immer wieder sehr schnell ein sonniger Abschnitt. Und wenn man den dann nutzt und die Wäsche dann zurücknimmt, kann die auch in 3 Stunden sehr trocken wieder sein. Auch im Regenwald? Auch im Regenwald. Die Sonneneinstrahlung ist immer sehr stark. Man muss natürlich dann die Sonne gerade in der Regenzeit abpassen. Zwischen Juli und August, September, Oktober, November muss man sich keine Gedanken machen, dass man zu lange nasse Wäsche hat, weil jeden Tag genug Sonnenschein kommt. In der Zeit zwischen Januar und April ist es gut, wenn man den Leuten, die gerade im Camp beispielsweise bleiben, wenn man zum Container geht, sagt, habt ein Auge auf die Wäsche und wenn der Regen gleich losgeht in einer Stunde, nehmt sie bitte weg, denn dann kann ich heute Abend vielleicht noch ein trockenes T-Shirt anziehen, sonst müsste es ja am Körper trocknen. Wir haben in dem Film gesehen, dass jeder jedem irgendwo helfen muss. Ja, also ihr müsst recht vielseitig sein, also was so Schlosserei und mit Holz und mit allen Materialien angeht. Es ist nicht nur helfen muss, es ist helfen will und es ist im Prinzip so, dass wir im Prinzip eine große Familie sind. Das heißt, es hat nicht jeder nur seine eigenen Messungen, um die er sich kümmert und die anderen Dinge sind in einer anderen Welt. Nein, wir sind ein großes Team, eine große Familie. Das heißt, wenn jemand eine zusätzliche Hand, zwei zusätzliche Hände braucht, ist das ganz klar, dass sofort jeder kommt und unterstützt. Richtig, wir haben viele handwerkliche Sachen dabei und das ist auch gerade dann der Verdienst von vielen technischen Kollegen, gerade von brasilianischer Seite auch dann im Projekt dabei, von vielen Leuten, die auch am Fluss groß geworden sind, das Projekt von Anfang an begleitet haben, von Künstlern, die in der Lage sind, im Prinzip aus Papier eine Schraube zu drehen, übertrieben gesagt. Und das ist ein sehr, sehr großes, wichtiges Zusammenspiel und das ist auch für das Projekt sehr bedeutend, denn es passieren natürlich Dinge, dass man sagt, wie kriegt man genau an dieser Position jetzt ein Instrument dran? Wie können wir im Container dieses Kabel irgendwo anders fixieren? Wie kriegen wir dieses Einlasssystem durch dieses Loch hier rein? Wie kriegen wir beispielsweise am Turm dieses Zusatzinstrument noch hin? Wie kriegen wir im Camp die Herausforderung des Alltags bezüglich Duschen, Toiletten, Hängematten immer gelöst? Und ja, das ist sehr, sehr schön, dass wir viele Leute haben, die sehr kreativ bewandert sind, die technisch herausforderndste Aufgaben lösen konnten. Und da ist die Zusammenarbeit, dass eine Hand in die andere geht, immer sehr wichtig und sehr schön. Du sprachst von dem nächsten Projekt und zwar von diesem Einlass
am Turm, der jetzt noch gebaut wird. Das wir ist haben, das Nächste dann? Wir haben bis jetzt die Hauptmessungen an den beiden 80-Meter-Türmen laufen. Jetzt ist letztes Jahr der 325 Meter, also der Haupt-, der Atto-Turm, fertiggestellt worden. Und jetzt sind wir im Prinzip im Schwerpunkt damit, die Einrichtung der Messungen für diesen 325-Meter-Turm zu organisieren. Man muss sich das so vorstellen, dass es nicht ganz leicht ist, zu sagen, wir messen ja, in 300 Meter Höhe über dem Wald, in 80 Meter Höhe, war das Ganze schon eine Herausforderung. Wie bringen wir Einlassleitungen, wie bringen wir Schläuche mitten im Regenwald an einen Turm an? Das haben wir kreativ, technisch herausfordernd und sehr professionell gelöst, denke ich, und haben die Leitung dann in den Container weitergeführt. Es ist aber ein großer Unterschied, ob man ein Leitungssystem jetzt als Beispiel bis in 80 Meter Höhe bringt oder in 300 Meter Höhe. Allein die Anzahl oder das Gewicht der Leitung ist viermal so schwer. Das heißt, das ist ein größeres Projekt, bei dem wir auch die Turmbaufirma als Hilfe nehmen, dass wir im Prinzip einen technischen Support kriegen, dass die Leitungen alle 2,5 Meter befestigt werden, dass wir den Leitungsdurchmesser natürlich auch ganz anders bestimmen müssen. Wenn Luft 325 Meter im Schlauch zurücklegt, muss man sich pumpentechnisch natürlich das Ganze nochmal anders überlegen, als wenn ein Einlass beispielsweise in 40 Meter Höhe nur ist oder auch in 20 Meter Höhe an dem anderen Turm. Genau, und das ist das große Projekt für dieses Jahr zu sagen, wir werden die Container in den Wald bekommen, wir möchten die Instrumente in den Containern installieren und mit diesen Einlasssystemen am Turm und mit der Stromversorgung verbinden, dass wir dort dann auch bis zur Turmspitze mit unseren Messungen dann im Prinzip anfangen können und weitermachen können. Für wie lange ist das denn ausgelegt, das ganze Projekt? Das Projekt ist im Grunde für 30 Jahre geplant. Aber wenn man ein wissenschaftliches Projekt für 30 Jahre plant, heißt es, dass es im Prinzip mit einem offenen Ende ist, also dass kein Ende vorhergesehen ist. Das Wichtige an diesem Projekt, in dem wir verstehen wollen, wie der Wald mit der Atmosphäre oder auch mit dem Boden wechselwirkt, ist ja auf lange Zeitskalen gesehen. Wir haben das Problem des Klimawandels. Wir wollen auch verstehen, wie reagiert der Wald denn genau, wenn die Temperaturen höher gehen? Bis zu welchem Punkt kann er sich schützen? Und diese Details können wir natürlich immer besser sehen, je länger wir messen. Wenn wir verstehen wollen, wie verhält sich der Wald in den regenreichen Monaten von Januar bis April im Vergleich zu den regenärmeren Monaten, die aber so viel Niederschlag haben, wie im Durchschnitt hier in HEMA im Prinzip dann in einem Monat fallen. Also was macht der Wald anders im September als im März? Das können wir nach 2-3 Jahren schon gut analysieren, wenn wir uns 2-3 Regen- und Trockenzeiten im Vergleich angucken. Ich sage Trockenzeit, normalerweise sind das trockenere Zeiten. Aber jedes Jahr, das wir länger messen, ist natürlich eine Bereicherung an Daten. Letztes Jahr gab es einen ganz starken El Niño. Es gab sehr wenig Regen zwischen August und Oktober im Regenwald. Der El Niño hat sich dann abgeschwächt und ist dann im Prinzip an seinem Ende angekommen. Dieses Jahr rechnen wir zwischen August und Oktober mit deutlich mehr Niederschlag wieder im Vergleich zu letztem Jahr. Und das ist dann auch interessant zu sehen, was ist im Wald passiert, wie verhält sich er denn im Vergleich zu 2-3 Jahre vorher und was passiert eigentlich mit den meteorologischen Daten? Was passiert mit dem Wind? Ist es so, dass er in jedem Jahr genau diese Windrichtung hat? Verändert er sich vielleicht dann auch mal um 10, 15 Grad? Wie hängt das mit den großen globalen Strömungen zusammen? Und das heißt, da ist es wichtig, dass das Projekt weiter und weiter läuft. Und das ist natürlich auch von der Finanzierung wichtig, dass wir eine gesicherte Finanzierung haben, die dann auch nicht nur über einen kurzen Zeitraum von 2, 3, 4 Jahren ist, sondern der auch hinterher dann über die Jahrzehnte das ganze Projekt am Laufen halten kann. Und es gibt ein Beispiel von der CO2-Kurve, die man auch immer wieder sieht, auch in den Medien, wie stark das CO2 angestiegen ist in den letzten Jahrzehnten. Und eine dieser Hauptkurven ist eine Kurve von CO2-Messgeräten, die auf Hawaii stationiert sind. Und die große wissenschaftliche Bedeutung von dieser Kurve kommt dann ja auch gerade durch diese Langzeitmessung. Und das ist auch wichtig bei dem Atto-Projekt, dass die Bedeutung immer größer wird von den Daten, je länger wir messen und je mehr Vergleiche wir im Prinzip dann auch haben. Und desto stärker wir im Prinzip dann auch zeigen können, dass es sehr repräsentativ ist, was wir machen. Und wo siehst du dich in den 30 Jahren? Noch in Brasilien? Wo ich genau in 30 Jahren was mache, das kann ich im Moment überhaupt nicht sagen. Es ist ja ein sehr lebendiges Projekt, es ist eine sehr lebendige Arbeit. Und das heißt, ich kann im Prinzip ja kurz- und mittelfristig sehr wohl denken, aber ein 30 Jahre Zeitplan genau ist für mich im Moment noch nicht ganz einsehbar. Da bin ich auch sehr gespannt, was so in der Zukunft passiert. Gut, bleiben wir im Heute.
Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das tolle Interview und für den tollen Vortrag, den du für das Videoteam HEMA gehalten hast. War sehr informativ. Freut mich. Vielen Dank für die vielen Bilder und Videosequenzen, die du uns gezeigt hast. Vielen Dank. Hat mich gefreut. Gerne. Tschüss. Tschüss.